Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dübe Detlef and Friends. Ist heute wieder dabei der Safi und der Kopi. Hallo ihr beiden. Hi. Moin. Und weiter geht's. Ach komm, ich hab mal Lust auf ein bisschen Spaß. Spaß. Lasst Spaß haben. Dreifach Spaß, oder? So, und jetzt was uns entgegenkommt. Bitte nicht feuriger Bogen. Feuriger Boden ist mittlerweile auch easy, Alter. Nimm drei Objekte und fahr einfach die TD-Line da hinten durch. Oh, die Map ist nicht verkehrt. Leider für mich persönlich die falsche Seite, aber... So, was machen, Kollegin? Na, also ich fahre auf die Position B3. Aber wirklich viel Platz ist hinter dem Stein halt auch nicht, ne? Was man noch machen kann, ist halt auf die Insel hinten fahren. Auf D0. Das geht auch ganz gut. Dafür seid ihr eigentlich ein bisschen besser geeignet, weil ihr ein bisschen schneller seid. Oder halt die Mitte bespielen, ne? Richtung über den See drüber. In der Mitte macht keine Aufschade, sonst hätte ich gleich mal da so einen. Ja, genau. Dieser Schuss geht auch eigentlich immer. Geht schon los? Ja, geht schon los. Keine Rückmeldung. Was soll denn das, ey? Jawohl, Sherry, denn das war doch schon mal Weltklasse. Woo! 1770 auf dem TVP. Server 1? Was ist mit Server 1? Ja, wir sind auf Server 1. Ja, wir sind auf Server 1. Das Objekt könnte irgendwann zu dir kommen und dich spotten, ne? Also ein bisschen. Machen. Oh, schilde mich. Ja, schilde. Voll auch gut gelassen. Mann, ey, sie ziehen sich aber auch nicht zurück. Viel zu aggressiv. Ladezeiten. Viel zu aggressiv sind sie hier. Sehr schade. Oh, ey, ein perfekter Schuss, Mann. Eine Lademantik-Kiste hier. Das ist so geil. Die Mitte ist nicht gespottet. Da steht schon eine Grille. Da steht alles in der Mitte, ne? Eine VW ist bei mir abgeprallt, oder was? Oh Mann, ey. Nicht mehr. Dieses Team ist schon wieder. Das ist so geil. Mann, wo. Wo geht denn dieser abgefickte Schuss hin, Mann? Na ja, 100 ist gleich breit, danach bin ich breit. Jo, da ist er breit.
Gleich eine Foch B seitlich. Ach, jetzt ist hier eine IS-7 rum hier vorne. Na klar, fährt die da rum. So lächerlich das Game, ehrlich. Ach. OB, danke. Was soll ich denn machen, wenn ich disconnect habe? Oder was? Nee, du stehst doch da. Du fährst doch. Von links kommen sie. Ja, die kommen von überall. Ich wollte gerade sagen, die werden dich jetzt schön wegfrühstücken. Aber da kannst du auch nichts machen, ey. Was soll ich denn machen, wenn dich das scheiß Spiel aufhängt? Da könnte ich ausrasten. Fährst du mit Mods, Kopi? Mit Pro-Mod. Ja. Herzlichen Glückwunsch. So. Probleme gehabt. Feuer. Also ich fahr Vanilla und ich habe gar keine Probleme. Es hängt sich nichts auf, es ist nichts komisch. Noch nie, wirklich noch nie. Das Spiel hat sich einfach noch nie aufgehangen, noch nie. Und das ist halt Vanilla. Und sobald ein Mod drauf ist, logischerweise, naja, alles klar. Gut, kommt da raus. Ein spaßiger Geile Schuss Runde. War ja dabei, mehr war es leider nicht. Geile Runde. Ja, das, kein Spotter in der Mitte. Rechts haben sie viel zu dolle Druck gemacht für eine Position, die du einfach nicht so aggressiv spielst, wenn du so ein Setup gegen dich hast. Also es war ein bisschen traurig, muss ich sagen. Oh ja, wenigstens habe ich den Spoiler von deinem One-Shot rausgewichst. Ja, und ich habe den TVP 1770 gedrückt. Das war auch schön. Ab und zu macht's auch Spaß. Wollen wir mal mit Platoon zusammenspielen, oder? Auch machen. Lade noch. Ich habe schwarzen Bildschirm. Sie hat aber auch einen schwarzen Bildschirm. Ich nehme mal das andere Ding, ey. Wer weiß, was für eine Karte kommt. Ein schöner Panzer. Also. Oh ja, Patton ist sehr schön. Die am Rad hier. Ja, wenn du dir das anguckst. Maus 0 Schaden. Objekt 0 Schaden. Sheridan 0 Schaden. Der Sheridan hat nichts gespottet, ey. E130 Schaden. Ja, bei so einem Team da... Das Problem ist die Kombination aus mal 5 und die italienischen Missionen. Menschenskinders, ey. Geht immer noch. Ja. Sag mal schnell in ich Gefecht. Keine Geduld. Hier steht aktualisiere Garage. Ich sehe schon, man. Jetzt bin ich da. Nach Stunden. Was ja, das amerikanische Internet ist nicht so schnell. Nee. Dreht sich und es dreht sich, es passiert nichts. Musst du vielleicht am Mode ein bisschen kurbeln oder so? Du hast auch die Verbindung verloren. Oh. Ja, dann machen wir schnell eine Runde für die Aufnahme. Ja. Komm. Vielleicht gewinnen wir ja ohne Copy. Aus. Vielleicht gewinnen wir ja ohne Copy. Boah, Achter! Wir sind im Achter! Wupp, wupp. El Paris! Ja, ist leider nicht unbedingt die beste Map für uns. Jetzt hat das Spiel geschlossen. Ich sagte, du hast Verbindung verloren. Hat doch gestanden. Start einfach neu. Ich weiß nicht, kannst du mich supporten von dem Hill bei B4, C4? Kann's probieren. Also ich fahr ganz strong, fahr ich die Treppe hoch. Aber nicht durch die Mitte, sondern... Hintenrum. Naja, halt ganz normal. Über die TD-Position. Let's go. Oh, wenn ich den Skoda schon wieder neben mir sehe, ne? Der so lapidar fährt. Gibt ihm. Ja, ich hab da natürlich gleich mal gebounced. Jawohl. Das musst du echt tun. Ein Bouncer geht immer.
Alter, wo fliegt denn dieser Schuss hin? Wer gibt mir denn jetzt T4400? Der darf gucken. Ach so. Der Freund und Helfer. Und der ist tot. Der T30, mal gucken, ob ich ihn rauskrieg. Er guckt noch nicht raus. Ja, wir können gleich mal gucken, ob wir ja Druck machen können. Ja, die haben nicht mehr viel. Ach, die stehen da oben auf dem Berg, genau. Was macht mich hier jetzt auf? 290? Was ist das denn für ein Roll? Ja, die Arti. Die Arti darf natürlich. So, ihr könntet jetzt mal Druck machen, ne? Ihr schießen drei Panzer auf mich. Aber am besten du fährst über die Seite beim T92 eigentlich. Ja. Muss bloß gucken, dass du keine kriegst. Ja, der T30 könnte der einzige sein. Oh, zwei so vier. Ja, wir müssen jetzt. Das meine ich ja. Wir sind hier die Zehner. Wir müssen Druck machen. Guck mal, T30 ist oben, aber das ist kein Problem. Also, der hat vorbeigeschossen schon. Ja. Oh, ein Rheinmetall. Und der macht mir alles kaputt, oder was? Alter, T30, ey. Ja, das war nix. Mit T30 hätte er sterben. Ach, gucke mal, wer da oben steht, die kleine... Der stand die ganze Zeit da. Der Rheinmetall darf auch jeden pennen. Wirklich jeden. Oh, geht mir das schon wieder auf den Sack. Ich hätte nicht einfach drüber. Ja, das Team macht aber auch nicht den Druck, den es machen muss. Ja, also es ist einfach... Naja, unsere Mates sind ja auch alle in der Stadt mit dem T-54 Lorraine. Weißt du, der Elk steht wieder oben in seinen scheiß Büschen und macht mich dauerhaft auf. Ich bin hier nicht eine Sekunde zugewesen in diesem verfickten Drecksgame. Und ich komme hier aber auch nicht mehr raus. Und die Arti wird mich jetzt dauerhaft rausbläschen irgendwann. Kann ich nichts gegen machen. Ich bin halt für alles One-Shot, ne? Ja. Kannst du da blind reinschießen in den Busch nochmal? Den Egg zu treffen. Sehr unwahrscheinlich. Ich will nicht aufgehen. Ich glaube, ich bin nämlich zu. Weil das Doppelbusch ist. Der steht, glaube ich, so, dass ich einen Doppelbusch habe. Ich will auch noch nicht reparieren, weil wenn gleich die Schüsse kommen. Ja, wobei. Ach, ist eigentlich auch egal. Na, der Elk ist schon tödlich da. Oh, jetzt bin ich auf dem Scheiße.
Ah, da ist er. Ah, jetzt macht mich die Arti tot. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Ja, Lorraine kommt jetzt seitlich. Das könnte noch gewonnen werden. Ja, der hat vom Remmer erstmal eine gefressen. Oh, da ist der T30. Er hat dem Stritzwagen eine gegeben. Ja, aber ich kann ihm nicht helfen. Nee. Aber Stritzwagen, der müsste das nochmal selber machen. Ja. Jetzt fährt der Udis los, weißt du? Ja. Das verstehen wir auch mal einer. Bam! Suicide! Ja, haben wir doch noch irgendwie, haben wir es nicht geschafft. Kobi, bist du wieder drinne? Ja, ja, schon lange. Ja, dass der Schuss nicht getroffen hat, war schon wieder ärgerlich. Dass ich nur gekettet habe, auch wenn's Auto eben war, ja. Schlecht. Einfach nur schlecht. Ja, doch. So, dann können wir ja doch nochmal. Ah, okay, du willst den fahren? Mhm. Ich fahr nochmal Objekt. Das war doch ganz gut. Oh ja. Naja, wir haben die Stelle da gehalten. Der, mal ehrlich, der Even war da perfekt drin. Er hat nicht geschossen, er stand einfach nur. Wir hätten blind ja in die Büsche dauerhaft schießen müssen, aber ich habe gar nicht darauf geachtet, dass die einen Elk haben. Wir gucken mal, was der gemacht hat. Ja, naja, gut, die 1000 Spot nur. Ja, du musst halt immer gucken, ne? Auch wenn ich ja sage, zum Beispiel, ich fahre da oder da lang, das ist ja immer unter Selbstschutz. Wenn du siehst, das macht keinen Sinn, dann fährst du halt woanders lang, ne? Ja, der T3, ich war halt in One-Shot die ganze Zeit, aber der war nicht mehr offen. Der hat mir da natürlich eine schöne 800 reingebrettet, gell? Mhm. Ja, du kannst halt erstmal pieken, quasi HP anbieten mit dem Turm, dass du so ganz leicht piekst. Und wenn er dann, und die Gegner sind immer dumm, die schießen immer. Das ist ja das, was gute Spieler ausnutzen, dass die Gegner nervös werden und schießen. Und dann bouncen halt an deinem Tor. Ja, der Nachteil ist halt frontal der 30er, gell? Der ja hat. Der konnte mich auch pennen. Also in irgendeine Richtung musste er gucken. Ja. Hart durch, oder was? Wohin? Ich will den Berg hoch. Ja, ich will den Berg hoch. In der Mitte oder wo? Ja, ja, Mitte fahren wir. Ich werde es wahrscheinlich von der Speed nicht schaffen. Naja, du wirst wahrscheinlich so ankommen wie der Cent. Du könntest rechts sogar fahren. Ja, 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 das habe ich auch gerade vor. Die Badget. Ja, den haben wir gekriegt. Drüben stehen genug Heavies, Mäuschen und Type 4. Die müssten das eigentlich easygoing schaffen. Ja, die sind hier so defensiv. Macht er nicht Overpower da nicht, ja, ne? Ja. Schon alleine wegen der Gizi. Na, halt mal offen. Die outplayt dich mit der Arti. Ich bin gleich aufgegangen, das ist ja nett. Jetzt bin ich offen, Alter.
kommen jetzt hier, gell? Die drei, der rommelt einfach so durch. Okay. Naja, ich komme. Ich drehe mich. Oh, die drücken aber extrem. Haben wir nichts was dagegen? Ach, ich bounce. Das gibt's doch wohl gar nicht. Muss ich... Kannst du dich irgendwie noch so droppen lassen? Ich hau jetzt ab hier. Keine Unterstützung hier, Alter. Selbst die Grille ist da hinten irgendwo. Ja, hallo. Ich bounce seitlich am, was war auch immer das, das war am C10 oder irgendwas. Das ist unfassbar. Ja, ist verloren. Jawohl, das war wichtig. Naja, verloren ist es nicht. Das Problem ist, dass unsere Heavys da drüben jetzt stehen und nichts machen können. Und der T49 lässt sich droppen. Jetzt habe ich hier frontal einen E3 gegen mich, Weltklasse. Gegen den ich nichts machen kann, wirklich nichts. Ach, ist das zum Kotzen, Mann. Ja, genau, da ist noch ein T3. Ach, fick dich. Fickt euch alle. Dieses Affengame, Mann. Ach, wie behindert sie sind. Ja, jetzt bin ich hier in der Klemme noch. Ach. Ist das ein Drecksgame, ehrlich. Naja, guck dir das doch an, Alter, wo die hinfahren. Guck dir das an. Ja. Ja, weil sie einfach nur behindert sind. Wie können denn alle drei Heavys da hinten hinfahren, Mann? Wie behindert, wie inkompetent muss man denn sein? Ehrlich. Genau, sie gar nicht im Spiel und du triffst einfach nichts. Das ist so dumm, Mann. Das ist so abgrundtief dumm, was die machen. Die hätten wir da gerade den Type 4, der kann doch da unten stehen, der kann pennen, Alter. Die sind so. Fehlen einem einfach die Worte. Und jetzt fährt er noch seitlich zum E75. Er ist einfach. Er ist ein richtiger Pro-Gamer hier. Don Cannon J, ehrlich. Naja, gut, aber sie kommen halt alle aus ihren Löchern, ne? Playbabi. Ich habe natürlich auch Instant E3 und T30 Shelly gekriegt. Ich hätte frühzeitig abhauen müssen. Das wäre noch drin gewesen. Ja, der cappt durch. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja. Vor allem, er zeigt ja noch die Unterwanne dem E75, ist ja gut. Ja, wobei. Schlecht steht er noch nicht mal da an der Stelle. Ja, ja. Aber dass der Gegner vielleicht ihn komplett überfahren wird gleich und ja auch gleichzeitig cappt. Die Kong wird mich gleich einen auf den Deckel scheißen. Wieso geht der nicht auch beim Schießen? Gibt er gar nicht. So, gehen wir mal aufs Copy, was der Schönes macht. Nichts. Fall down hier. Oh, den könntest du eine geben. Ja, klar. Klar. Ja, aber das ist auch wieder idiotisch vom gegnerischen Team, dass sie durchcappen. Das ist auch schon wieder extrem dumm. Bei mir abkosten. Wie viel Steine hier sind, ey. Das haben sie ein bisschen kacke gemacht. Ich habe nämlich gedacht, dass ich mich droppen lassen kann von dem Berg. Da haben sie aber extrem viele Steine hingebaut. Tja. Naja, ein paar Reports müssen immer raus. Machen wir mal die wilde Mischung hier. Was für Reports? Ich würde den gerne mal durch den Bildschirm ziehen, den ziehst du so asozial. Ja, so einfach ist es ja nicht. Ja, aber du musst das verstehen. Das sind jetzt viele Spieler natürlich, die auf T4 bis T7 eigentlich sonst fahren. Jetzt aber Tier 10 fahren. Ja, aber wie idiotisch muss es sein, mit den langsamsten Panzern die längste Strecke zu fahren.
Ja, nee. Längste Strecke und die offenste Strecke. Ja gut, das waren ja teilweise noch nicht mal ein 10er-Panzer. Aber was ich nicht so ganz verstehe, ist zum Beispiel, warum schlechte Fahrer Tier 10 jetzt auf einmal spielen, weil die Missionen, die du bei Tier 10 brauchst, die schaffen die doch so und so nicht. Die haben doch Hoffnung. Nee, die schaffen die einfach nicht, die Mission. Dafür musst du gut, also du musst ein guter Spieler sein oder wirklich einfach mal extrem viel Luck haben, aber einmal die Mission schaffen bringt dir ja nichts. Naja, ist egal. Komm, ich kann schon nicht einen anständigen Panzer fahren. Warum? Weil du doch so mit der Kniftel nicht triffst. Ja. Das sehe ich dann eben auch ganz oben, ne? Ja. Letztes Loch easy. Hast du dich weggerochen, Alter. Hast die anderen alle verrecken lassen, Alter. Ein Schuss nicht gepennt, gleich abgehauen. Ja. Das Matchmaking ja. Ist fucking Joke, warum? Oh. Hä? Test. Jetzt fährst du vor und ich snipe von denen. Was ist denn mit ihm? Ist doch ein gutes. Ja, er hat doch den OP-Tank, er hat einen WZ-5A. Hau ab hier, Mann. Ich kann nicht. Ey, dieses blöde Viech hier. Ein Arti, das ist schon mal gut. Ja. Alter, der Gegner pusht aber hier wieder richtig extrem. Bobjekt, wenn ich schon gucke, dass das Bobjekt mich anguckt, ne? Da hört schon wieder auf an der Stelle. Ah, sehr schön, Kobi. Gönn dir, gönn dir. Geh dir nicht auf, das gibt's doch gar nicht. Mal hoch, Mann. Ah ja, halt in die Fresse hier. Jetzt bin ich auf. Super. Ja, der Pet, wow. Ne? Ja, kaputt. Arti, nee, Gott sei Dank. Nee, keine Ahnung. Tja, unser Problem ist so ein bisschen, dass der Gegner hier seine guten Tanks alle hat und wir nicht. Ja, wobei, nee. Ist eigentlich ausgeglichen. Das Positionsspiel ist im Moment ausgeglichen. Ach, dauerhaft Gold, ehrlich. Ach, jetzt hat er natürlich eine OP-Position. Den Light, kann den Light einer bestrafen? Ich ring nicht dran. Außerdem hab ich Reload. Oh, Copy. Gutes Teamplay, ja, mein Freund. Scheiße, Mann. Wenn er leicht hochkommt, mache ich ihn auf jeden Fall auf. Ja, die haben gute Hold-Down-Panzer. Das ist für uns ziemlich deprimierend hier. Oh, wenn dieser blöde Action X hier mal nicht. Ja, genau, der Action X ist richtig kammel. T57 Heavy ist leer. Mal nochmal neue Reload. Ein Metall gleich.
keine Ahnung, ey. Es wird hier langsam fies in der Ecke. Eine kleine Ratte da, Alter. Oh Scheiße, schon wieder auf. Ja, der muss irgendwie raus, Mann. Dieser scheiß Zentro, ey. Aber da steht auch noch ein Superkong dahinter, was natürlich auch mega OP ist. Oh, er ist endlich weg. Ja, er steht natürlich perfekt, ne, der Super Kong. Der Super Kong steht wirklich perfekt. Müsste man nicht den Light, ja, perfekt, Rambo. Genau, das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Ich bounce mit HE. Ich bin irre hier. Das gibt's doch gar nicht. Und jetzt noch hier den Heavy. Schönes Ding. Gerade noch gerettet hier, ein Quatsch. Mit HE gepennt in Arsch. Ah, geil. Wie viel waren, wie viel hast du dann gemacht? 900 oder? 1001. 1001? 1004 da gekriegt, das Alter. Ach, herrlich. Herrlich. Oh, Badger ist noch full life. Ja, ich werde wahrscheinlich nichts kriegen. Guckt der ehrlich zu mir? Habe ich jetzt nichts mehr abgekriegt von dem? Oh, der hat noch 76. Man lohnt sich das Fahren ja fast gar nicht. Ihr pennt mich jetzt. Ne, intensive Runde auf jeden Fall. Ach, da sind wir wieder durch mit einer neuen Folge, Mensch. Das war doch mal gar nicht mal so verkehrt. Kobi, wie viel Schaden hast du gemacht? 4000 oder? Nicht ganz. Nicht ganz. Ich hab gar keinen Schaden. Da pralle ich am mit HE am Scout ab. Das ist unfassbar. Ja, 4000 schön. Wir haben die One-Shots rausgekillt. Ja, aber ist nachher auch wichtig, ne? Ja, dann danke, dass ihr zugeguckt habt. Danke an euch beide, dass ihr wieder mitgefahren seid. Und dann einfach bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüssi.